Mein Name ist Detlef Blum, ich bin Geschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels in Berlin-Brandenburg. Und die Session, die ich gerade gehalten habe, hieß Future Lab. Und darunter verstehe ich ein Nachdenken und ein Recherchieren von technischen Innovationen, die wirklich neu sind. Also nicht von einer neuen App oder einem neuen E-Book-Reader, sondern von Dingen, die in Entwicklung sind, in verschiedenen Instituten, Fraunhofer-Institut oder MIT, und die demnächst unsere Branche wahrscheinlich überraschen werden. Ein Beispiel ist ein T-Shirt, auf dem man sich mit dem Internet verbinden kann und kann dann auf einer Fläche des T-Shirts x-beliebige Bilder, Videos und Anwendungen zeigen. Man kann sich auch mit Facebook verbinden und mit Twitter verbinden. Das ist eine Angelegenheit, die möglicherweise interessant ist für Promotions auf Buchmessen oder für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Buchhandel. Das war das eine Thema. Das andere Thema, was ich noch viel spannender finde, ist ein Bildschirm, die man in einem Einzelhandel hinter die Scheibe packen kann. Und dieser Bildschirm zeigt, oder wenn man auf ein bestimmtes Produkt, was im Schaufenster ausgestellt ist, zeigt, dann wird dieses Produkt, auf das man zeigt, am Bildschirm angezeigt. Man kann sich über dieses Produkt informieren und vorausgesetzt, die Metadaten bei Büchern sind alle vorhanden, kann man in dem Buch blättern, man kann sich Rezensionen anschauen, man kann mit Autorenbiografien lesen, man kann sich auf Facebook verbinden und so weiter. Man kann das Buch natürlich auch kaufen. Das ist übrigens gar keine Zukunftsvision, das ist schon in Anwendung. Ein Bekannter von mir hat das in Berlin entwickelt und der Verlag De Gruyter setzt es gerade ein bei internationalen Messen. Das heißt, De Gruyter nimmt gar nicht mehr nach Tokio die teuren Fachbücher mit, die dicken teuren Fachbücher, sondern hat ein großes Bücherregal, ein virtuelles, in dem alle Bücher, die für den Kongress relevant sind, einsehbar sind und auch bestellbar sind. Und das sind so Entwicklungen, von denen ich denke, von denen unsere Branche profitieren kann. Und da wissen wir viel zu wenig drunter. Und damit werde ich mich demnächst noch intensiver beschäftigen.